vielleicht das. Da setze ich mal provisorisch die zwei Steine hin. Ah ne, es macht jetzt auch keinen Sinn. Ich bin hier gerade am Überlegen, wie ich das machen kann. Ui. Vielleicht mache ich da irgendwie so Steinstufen rein, mal sehen. So als Abtrennung. Steinstufen kann man, glaube ich, nur mit den Clean Stones machen. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Habe ich hier irgendwo Clean Stones? Da habe ich Clean Stones. Das waren Steinstufen. 6 Steinstufen. Der Creeper läuft da immer noch rum. Oh, 2 Creeper. Doppelte Gefahr, 2 Creeper. Sieht das sowas aus? Das kann ich jetzt halt eben nicht sagen. Ich bräuchte Holz, aber ich will jetzt nicht nach draußen gehen wegen den Creepern. Kohle. Komm, auf. Gib mir das letzte Eisen. So. Haben wir das jetzt auch. Eisen. Kohle. Wie mache ich das? Pfeil kann... einen Bogen kann ich mir jetzt nicht craften, weil ich keine Fäden mehr habe. Vielleicht gehe ich einfach mal durch die Hintertür. Ich baue mir einen kleinen Durchgang. Ausprobieren. So. Hoffentlich bemerken die mich nicht, sonst reißen sie mir das ganze Haus hier ein. Jetzt brauche ich erstmal Holz für die Truhen. Danach sehen wir weiter, wie wir das alles machen. Die Anordnung wird dann auch noch ein kleines Problemchen. So, Holz und Stein. Wow. Da habe ich mich jetzt aber erschreckt. Einfach portet sich einfach mal so ein Enderman. So, dann machen wir uns jetzt mal ein paar Truhen. Ich glaube, die reichen für ein paar. Truhe. Craften wir uns ein paar Truhen. 5 Truhen. Oh, der hat sich runtergeportet in den Keller. Ah. Wo ist er hin? Hoffentlich ist er weg. Portet der sich einfach so in den Keller runter? Da könnte ich dann irgendwie auch was mit einem Gang machen. Wow. War ich schon mal da hinten? Ja. Okay. Könnte ich vielleicht irgendwie dann so ein kleines Tunnelsystem bauen, aber das wird sich dann noch zeigen. Als erstes will ich jetzt mal hier die Anordnung machen. Sieht das gut aus? Den Rest machen wir dann hier oben mit Steinen zu. Das funktioniert aber nicht. Mist. Oder so. Das sieht doch gut aus. Ja. Das sieht gut aus. Das machen wir dann hier genauso. Eine Höhle. Da ist der Enderman. Ist doch eine weitläufigere Höhle, als ich vorher gedacht habe. Oh, da ist der Enderman. Okay. Komm. Porte dich doch nicht immer weg, du Feigling. Ich möchte dir doch gar nichts tun. Haben wir hier noch eine kleine Höhle? Mist, jetzt brauche ich noch mehr Truhen.
Ich habe zu wenig Truhen. Aber bis wieder Tag ist, farm ich mal hier unten die Kohle ab und das Eisen da hinten. Es bestätigt sich meine Aussage, dass wenn man Kohle abbaut, man Erfahrung bekommt. Zwar weniger als das, was ich letztes Mal hatte. Ja, was heißt hier letztes Mal? Schon ein bisschen länger her. Aber naja, man kriegt Erfahrung. Das Eisen holen wir uns hier auch noch. Eisen, Eisen, Eisen. Macht das da weg. Das Eisen holen wir uns auch noch. Ja. Nehmen wir lieber einen Pflasterstein, damit ich da rauskomme. Ich will doch keinen Cleanstone verbauen. Der Gang wird dann sowieso zugemacht. Okay, nicht ganz zugemacht. Ist es wieder Tag? Oh, es ist wieder Tag. Aber erstmal mit gezücktem Schwert raus. Och nein. Die haben mir das Beet kaputt gemacht. Böse Monster. Böse, böse, böse. Kriegt ihr was auf die Finger? Toll. Naja, ich habe aber noch genügend Brote. 4. Ja, okay, reicht für einen Anfang. Zwar nicht viel, aber reicht. Und jetzt sind ja sowieso gerade beim Holzfarmen. Ah, Creeper! Wäre der explodiert. Halleluja. Ein Apfel. Das Holz holen wir uns. So. Es hat aufgehört zu regnen. Wuhu. Jetzt muss ich dann mal schauen, wie viele Setzlinge ich habe. 2 Stück. Die setzen wir natürlich wieder an den gleichen Stellen ein, wo ich das abgebaut habe. Da war's. Da haben wir noch ein paar Setzlinge. Da oben ist ein Schwein. Wie viel Holz habe ich? 16. Okay. 64 und 4. Schauen. Nehmen wir das hier jetzt alles mit rein hier. Was würde ich denn jetzt machen? Oh, da steht nochmal ein Creeper. 11 Setzlinge, das können wir dann nachher benutzen. So. Machen wir uns jetzt noch ein paar Truhen. Du, 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 das kann jetzt ein bisschen dauern. Ah ja, seid ihr geduldige Zuschauer. Hoffe ich doch. Wie viele Truhen haben wir? 8 Stück. Okay. Als erstes mache ich jetzt hier dann mal den Gang zu. Holen wir uns die ganzen Fackeln. Fackeln sind ja wichtig. Ein bisschen dunkel. Das machen wir mit Pflasterstein zu. Na, sieht ein bisschen blöd aus, wenn da Pflastersteine sind. Ja, dann muss ich damit den normalen Stein das zumachen, sonst sieht das nichts aus. Soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Soll ja auch fürs Auge ansprechend sein. Hoppala. Da war ja schon normal. So. So. Okay. Toll. Bauen wir die Truhe hier wieder ab.
holen uns hier die Erde, setzen da jetzt das hin, die Stufen da oben hin, Truhe. Jetzt brauche ich wieder ein paar Steinstufen, dafür muss ich jetzt erstmal wieder hoch. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach. So, ich mach's mir jetzt ganz einfach, damit ich nicht immer hochlaufen muss. Machen wir uns mal ein paar Steinstufen. Soll ich das so machen? Oh. Mache ich das? Geht da jetzt überhaupt auf? Wenn da die Steinstufe ist, geht's auf? Ja, es geht auf. Dann muss aber die Truhe runter. Kann ich die jetzt da unten reinsetzen? Nein. Okay, dann machen wir die das doch anders. Zwar wie normal, wie gehabt so. Ich sehe gerade da hinten das Erde. Das muss natürlich auch weg. Steine. Holen wir uns die Erde, bauen die Truhen da wieder hin. Sieht doch fürs Erste gar nicht mal so schlecht aus. Nur das hier nervt ein bisschen. Dann wird hier noch mal eins hinkommen. Da kann man das hier machen. Muss ich ein bisschen weiter da rein, aber als Erstes.